Hallo Freunde, und hier bin ich wieder mit The Legend of Kay Anniversary, und es geht jetzt weiter. So, wir haben jetzt schließlich den Panda befreit und haben die letzte wer schon was bekommen. Den Jadelö. Genau. Den haben wir bekommen. Wo sind wir jetzt da eigentlich? Geht schon wieder. Aha. Oh. Ah, Moment mal. Gehe ich da jetzt zurück? Nee, okay. Ach so, Moment mal. Genau, jetzt müssen wir das eigentlich zurückbringen, aber mache ich nicht. Mache ich nicht, behalte ich mir jetzt. Wenn wir das schon haben, dann haben wir das schon. Jetzt müssen wir nur noch eine Katzenstatue finden, Leute. Und dann kommt höchstwahrscheinlich ein Bosskampf. Oder vielleicht noch nicht, man weiß es nicht, aber da ist es ja schon. So. Okay, Leute, jetzt wird spannend. So, jetzt haben wir die aktiviert und jetzt öffne das letzte Tor. Wow. Okay. Okay, Leute. Gibt es einen Shortcut? Ich meine, damit ich schnell zurück kann. Nein? Okay, dann halt nicht. Dann gehe ich halt so, ne? So, die Spinnen ignorieren wir halt. Die sind nicht so schlimm. Die springen eh hin und... Was gibt's denn da eigentlich da hinten? Ah, da bin ich ja gekommen. Stimmt's, genau. Ah, Mann. Nein. Och, Mann. Wie fies war das gerade? Das gesehen, Leute. Die habe ich ganz schön ausgetrickst. Hat sich das jetzt gespeichert mit der Katzenstatue? Ich hoffe es schon. Was gibt's eigentlich da? Sieht so verdächtig aus. Okay. Aha. So, und jetzt schnell darüber mit uns. Darüber mit uns. Ganz schön. Wow, das war ein bisschen critical. Okay. Das ist ein Speicherpunkt. Zack. Genau. Hast du Liang gefunden? Ja. Großartig. Den Geist des großen Cholin. Hast du die Statuette auch? Mhm. Fantastisch. Ein wunderbarer Gegenstand. Ich gebe dir dafür diesen alten Schlüssel. Vielleicht findest du heraus, in welches Schloss er passt. Viel Glück. Moment mal. Geben wir jetzt jeder im Panda einen Schlüssel? Also nicht der gleiche? Ich werde es dann sehen. Okay. Mal gucken. Achso, das sind Wände. Also, wenn man links guckt, da haben wir da vorne halt auch so eine Wand gesehen. Das war eine Wand? Okay. Hat irgendwie ausgeschaut, ob das so ein Tor war. Autsch. Okay. So, wir sind schon da, Leute. Und... gehen jetzt. Wow, nein. Wow, das war ganz schön knapp. Okay. Und gehen jetzt zum Hammer. Genau, ich hoffe, wir bekommen den zweiten Schlüssel bei den Typen auch. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann. Dann habe ich keine Ahnung, Leute. Dann habe ich keine Ahnung, wo man den dritten bekommt. So schnell rüber mit uns. Zack. 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 Und zack. Und wow, das war ganz schön knapp. Okay. Da. Ah, das ist auch noch ein Parcours, genau, stimmt. Ah, ne, Blödsinn, da. Das ist nur halt der Berg da. So, jetzt gehen wir mal da runter. Vielleicht gibt sie uns den letzten Schlüssel. Wo ist denn die? Wir waren da oben. Ja, wir waren da oben. Hey, Xiang, sieh mal, was für ein seltenes Stück ich aufgetrieben habe. Ist das nicht ein hübsches Teil? Gegen diese Statuette würde ich dir den Schlüssel geben. Abgemacht. Gut so, okay. So Leute, jetzt haben wir zwei Schlüssel und die zwei Schlüssel passen wo rein? Genau! In ein Schlüsselloch. Richtig. Okay. Nein, und zwar zum Hammer. Der Weg zum Hammer wird immer... ja. Wird immer ganz schön nah. Wo ist denn der Hammer nochmal? Mann, ja. Jetzt muss ich wieder... da, genau. So. Zack, zack. Seht ihn euch an, seht ihn euch an. Okay, los. Du hast den neuen Hammer gefunden. Damit kannst du feste zuschlagen und deine magischen Attacken werden noch verbessert. Gut so. Seht euch den an. Seht euch den an. Bam, bam, bam. Und dann noch bam. Okay, ja. Passt schon. So. So, jetzt sind wir eigentlich ganz schön gut ausgerüstet, Leute. Also von Endboss.
Vor denen habe ich jetzt keine Angst, Leute. Vor denen habe ich jetzt keine Angst. Ich weiß noch nicht, wer das genau ist, aber vor denen habe ich keine Angst. So, und damit können wir das ganz leicht zerbrechen. Bam! Machen wir jetzt ganz schön. Bam! So, jetzt gehen wir halt zum Kaiser... Oh, da geht es noch ganz tief runter. Zum Kaisergrab, glaube ich. Und vielleicht gibt es einen Bosskampf, Leute. Mal gucken. Grabkammer, okay. Okay. Okay, na sieh mal an. Wow, und da ist der nächste Boss schon. Wow, oh mein Gott, was machen der schon? Oh mein Gott. Wow, nicht so schnell. Oh mein Gott, da muss man gleich losspringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich komme gar nicht mehr mit. Jetzt langsam, sei langsam. Okay, der Bossfight wird anscheinend schwierig. Ah, was ist das da? Okay. Ah, mit dem Hammer kann man die kaputt schlagen. Okay. Okay, verstehe. Also jetzt muss man mit dem Hammer kämpfen. Ah, ah. Hör auf damit. Ich meine, du bist ja ein Boss, ich weiß, aber... wie komme ich zu dir hoch? Muss ich deine Beine eingreifen? Bleib mal stehen. Der macht Magie. Aha, genau, das macht er. Muss ich auch Magie anwenden? Hm. Ach so, genau, stimmt ja, da war ja was. Aha, aber... Naja. Du verlierst ganz schön viel Leben, muss ich sagen. So, hol deine Soldaten hier. Genau, die brauche ich. Oh, er schießt jetzt. Feuerbälle. Hey, das ist verboser, ja? Moment mal, ein bisschen. Okay, jetzt aber. Jetzt geht er hoch, okay. Mann, der ist irgendwie nicht da hochgegangen. Okay, aber wir holen uns noch ein bisschen mal Leben. Weil, so leicht ist er auch nicht. Mann. So, Moment mal. Ist er gerade verschwunden? Okay. So, zack, zack und... Mann! Ich komme jetzt irgendwie nicht mehr hoch. Wieso das denn? Ich glaube, manchmal muss ich da die Waffe wechseln. Vielleicht war das gerade ein Bug gewesen. Hm. Okay. Okay, jetzt wird es ja ganz schön bremselig. Okay, nur noch ein Leben. Warte. Die machen wir jetzt platt, Leute. Oh, nein, 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 geh weg von mir. Okay. Das wird ganz schön bremslich. Ah, Mann. Okay, das war aber knapp. So, aber jetzt ist er. Jetzt haben wir ihn, Leute. Jetzt haben wir. Jetzt wissen wir, wie er funktioniert. Und jetzt geht er ganz schön leicht. Down. So. Warte mal. Ich muss dann nochmal gucken, wie ich nochmal hochkomme. Irgendwie funktioniert es nicht manchmal. Okay, komisch. Muss ich jetzt alle wahrscheinlich zerstören. Okay. Aber da zeigt der Pfeil da hoch. Ah, jetzt funktioniert es. Okay. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Am Anfang hat es nicht geklappt. So, wir müssen eigentlich nur einen... Autsch. Jetzt auf damit, Mann. Der ist echt stark. Der ist echt stark. Ich will zu dir hoch. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ich sehe nichts.
Ich sehe nichts. Okay, Moment mal. Ah, wow, das war knapp. Moment mal. Moment, Moment mal. Okay, gut. Gut so. Wow. Ja, der war ganz schön, gar nicht mal so leicht, muss ich sagen. Also unterschätzen darf man bloß nicht. Wenn man gar nicht mal aufpasst, also einen kurzen Moment, dann wird man ganz schön erwischt. So, aber die Leben kommen dann immer wieder, oder? Ja, anscheinend. Na gut, jetzt nicht. Okay. So, dann geht's mal weiter, Leute. Wir gehen jetzt mal zu die Seekarte. Der Boss war richtig cool, muss ich sagen. Der hat mir richtig cool gefallen. Der war am besten. Der war richtig cool. Der hat mir echt gut gefallen. Du hast die Seekarte gefunden. Die ermöglicht, durch den Untiefen von Valu zu segeln. Genau, Leute. Damit segeln wir zu der Insel, wo sich die Gorillas befinden. Denke ich mal. Auf jeden Fall irgendwo so halt. Hat man ja so eine Insel gesehen bei einer Sequenz. So, jetzt sind wir wieder da lang. Okay, was sind denn da? Ah, sind wir schon. Kommandante Kay, großer Aufruhr in der Stadt. Feinde haben den Königspalast infiltriert. Der einzige Weg zurück zum Hauptquartier führt hier entlang, Sir. Sie müssen auf einem Wolf reiten. Nur so können sie die Barrieren der Ratten durchbrechen, Sir. Oh ja? Klingt doch toll. Okay. Dann wieder auf einem Wolf reiten, Leute. Haben wir schon einmal gemacht. Ach, ist doch ganz easy. So, komm her, Wolf. Ups, Moment. 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 So, okay. Komm, Wolf, wir reiten jetzt. Wir gehen doch mal. Verdammt, ich habe mein Fleisch vergessen. Feuer. Oh, da muss man springen. Ich dachte, die kann man durchbrechen. Okay, gut. Komm, Wolfi. Moment. Moment. Genau. So. Okay. Okay, Leute. So. Ach so, genau. Mann. Ich dachte, ich denke immer, die kann man durchbrechen. Weil die sind ja aus Holz, ne? Die macht ja auch die Dinger. Also, die Zäune kaputt, das da. Muss rüberspringen. Immer schön, was so hell leuchtet. Das kann man kaputt machen. So, genau, Fleisch, das brauchen wir. Oh mein Gott. Okay. Springen. Oh, das war knapp. So, und das sind die Ratten. Weg da. Aha, okay. Das war ganz schön knapp. Okay. Warte mal, ich muss in die andere Richtung. Super Drift. Okay, mein Gott, habt ihr das gesehen, Leute? Oh Mann, der Drift. Der Drift von mir. Oh, wir müssen ein bisschen nach links. Ich meine nach rechts, nicht nach links. So. Nach rechts. Hallo. Ah, der Wolf kann angreifen. Das ist cool. Das ist echt cool. So, da. Aha. Okay, jetzt kommt ein bisschen Donkey Kong Parcours. So, okay. Mhm. Ja, das sind Fässer. Oh, die explodieren, Leute. Die explodieren. Mann, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Okay, das ist ein Loch. Den habe ich gesehen. So. Weg mit euch, ihr Ratten da. Die Stadt ist echt riesig. Oh, das war schon. Okay, gut. So, gut so. Ja, damit. So. Das war's dabei, Leute. Und was Sir, das war ein wahnsinniger Ritt. Respekt, Sir. Sir, wenn Sie nochmal einen heißen Ritt wagen wollen und mehr Preisgeld gewinnen wollen, drücken Sie diesen Schalter, Sir. Andernfalls wartet die Schlacht auf Sie. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir machen noch einmal das Rennen, ne? Weil die Schlacht, die kann ja warten. Wenn die Stadt zerstört wird... Ach, was kann ich dafür? Ich wollte gerade das Rennen machen. So, okay dann. Nein, war nur ein kleiner Scherz. Weil er das gerade so erwähnt hat. Es wartet die Schlacht auf mich. Und ich kann noch ruhig ein Rennen machen. Die wartet nur. So, okay. So. Dann geht's mal zurück zu unseren Lager.
So, ich bin wieder da. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Link. Ich glaube, so heißt sie. Bin mir nicht so sicher, aber ich glaube schon. So, Link, ich komme. So, da bin ich schon. Okay, schnell hoch mit uns. Wir müssen jetzt sagen, dass wir die Karte schon haben. Ich bin wieder da. Noch ein paar Rattenabzeichen mehr an meinem Gürtel. Puh, jetzt freue ich mich aber wirklich, dich wiederzusehen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Im Königspalast und in den antiken Verliesen ist es so gefährlich. Aber ich hätte wissen müssen, dass du all dem gewachsen bist. Und du hast die Seekarte gefunden. Genial. Ja, es war ganz schön heftig. Diese gigantischen Spinnen. Und du? Hast du dir also Sorgen gemacht, dass ich nicht zurückkomme? Eigentlich nicht. Ein mutiger Katzenkrieger fürchtet sich vor einer klitzekleinen Spinne. Aber wir haben auch etwas sehr Interessantes herausgefunden. Jetzt wissen wir nämlich, wie wir die Zugbrücke herablassen können. Und? Man muss die alten Vorfahren auferwecken. Noch wissen wir nicht, wie man diese magischen Geschöpfe aufwecken kann. Aber du findest das bestimmt heraus. Ist das alles? Okay, mal sehen, was sich da machen lässt. Genau, na klar. Ich weiß, wie man das macht. Schließlich bin ich ein Profi. Ach mein Gott. Okay, so. Gut so. Suche die beiden Katzen vor. Ach so, Moment mal. Das haben wir ja gesehen. Genau. Da weiß ich, wo das eine ist und das andere. Am Anfang war da eins und weiter vorne. So, manchmal geht es jetzt da weg. Ich brauche euch jetzt nicht, ihr Ratten. Geh weg, Ratte. So. Das war da hinten. Genau. Oder war das das? Moment mal. Einmal durchlesen. Suche die beiden Katzenvorfahren und aktiviere sie mit einem magischen Attack. Ah, genau. Das war das. Okay, gut. Gut so. So. Okay, wir müssen jetzt da lang. Oder war das da? Ja, genau. Genau, das war da. Weil am Anfang hat man das gut gesehen. So, dann machen wir das noch, Leute. Und dann wird der Part beendet. Weil, ah, da ist es schon. So, mit einer magischen Attacke. Genau. Wer wagt es, mich aufzuwecken? Ehrwürdiger Held aller Katzen, ich brauche deine Hilfe. Mein Name ist Kay. Ah, du gehörst zu meinem Volk. Was ist dein Anliegen? Ich brauche deine Hilfe, um einen Schalter zu aktivieren. Einen speziellen Schalter, meine ich. Meinst du die Schalter für die Zugbrücke? Ja, woher weißt du das? In früheren Zeiten hatten wir die Aufgabe, die Tore und die Zugbrücke zu öffnen. Ja, ich werde dir helfen. Wir treffen uns an der Zugbrücke. Geh jetzt! Boah, das ist cool gemacht, okay. Das ist echt cool gemacht, okay. So, dann gehen wir zu die andere Katzenstatue. Die war etwas weiter vorne. Und zwar in einer Hütte drinnen. Ja, ja. So. Jetzt müssen wir ganz schnell vorne rennen. Hallo, Panda. Ah, Moment mal. Ich muss nochmal überlegen, wo das... Ah, genau, genau. Wenn man nochmal hinkommt. Aber jetzt weiß ich es wieder. Ratten, jetzt hört's auf. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Ach man, immer diese Ratten. Ich habe noch keinen Wuschi gehört. Nur wenn ihr Wuschi sagt, dann kämpfe ich vielleicht mit euch. So. So, das können wir ruhig überspringen. Okay, das kann ich nicht überspringen. Schade. Und wo ist ein Wuschi? Ich will einen Wuschi hören, Ratten. Los, sagt's Wuschi, dann kämpfe ich mit euch. Habe ich gerade einen Ratte gehört oder habe ich mir das eingebildet? Egal. So. Dann gehen wir da lang. Na, 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 na. Mann, die Musik ist echt cool. Die ist echt richtig cool. So. Respekt, was sie da gemacht haben. So, genau. Auch die aktivieren. Du bist noch in der verlassenen Stadt. Bitte, Vorfahr, ich brauche deine Hilfe. Ah, hast du mich aufgeweckt?
Wie ich sehe, bist du ein Krieger der Katzen. Und was ist dein Anliegen? Ich brauche deine Hilfe, um einen der Schalter zu aktivieren, der die Zugbrücke über den Kanal herablässt. Ah, wie in alten Tagen. Okay, ich helfe dir. Geh schon mal vor, wir treffen uns an der Zugbrücke. Danke, oh mächtiger Vorfahr. Das ist echt cool. Das ist richtig cool. So, jetzt haben wir die zwei aktiviert. Also haben die mal angesprochen und die tun das jetzt dann aktivieren. Das ist richtig cool gemacht, muss ich sagen. Das ist richtig cool. Jetzt bin ich echt gespannt, was dann nachher passiert. Aber okay, Leute, dann würde ich mal sagen, ich mache mal hier einen Schnitt und dann werden wir weiter sehen, was dann passiert. Und dann sage ich ciao, bis dann. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.